Schön, dass ihr wieder dabei seid. Nehmen wir uns auch heute wieder die Zeit, gemeinsam ein Türchen unseres Adventskalenders zu öffnen. Verbringen wir ein paar Minuten gemeinsam am Adventskranz. Seien Sie herzlich gegrüßt zu unserem zweiten Türchen in diesem Advent. Auf Jerusalem und werde Licht, so schreibt der Prophet Jesaja. Auf ihr Christen und werdet Licht. In diesem Advent möchte ich euch von Lichtgestalten erzählen. Lichtgestalten, die sich ein bisschen an den Heiligen dieser Zeit, dieser Jahreszeit auch orientieren. Die heilige Elisabeth, denke ich, die kennt jeder. Eine Frau, die sich für Kranke einsetzt, für Arme einsetzt, die auch ein Krankenhaus gebaut hat in Eisenach. Ich denke, Sie kennen die Geschichte. Meine Lichtgestalt, eine Ärztin, die sich mit einer älteren Dame trifft, neben der Behandlung in der Klinik, die sie auf einen Kaffee einlädt. Denn diese ältere Dame, die hat es nicht leicht von Krankheit gezeichnet. Das Einkommen ist alles andere als üppig. Und diese Ärztin trifft sich mit ihr, sie lädt sie ein, sie bezahlt ihr den Kaffee und jetzt, da eine größere Operation ansteht, schenkt sie ihr eine Handy-Aufladekarte, damit sie in Kontakt bleiben können, damit sie sich melden kann, wie es ihr geht, ob sie alles gut überstanden hat. Eine Lichtgestalt in diesem Advent. Auf ihr Christen und werdet Licht.